Müsste ich zwar die innere Struktur hier wieder ändern. Machen wir so. So, so, so. Ich sage ja, man kann dann halt das Ganze ein bisschen anders nutzen. Da hinten haben wir es anders genutzt. Da haben wir einen großen Raum für irgendwas. Hier haben wir das Ganze jetzt so gelöst. Geht auch. Gut, damit habe ich jetzt hier um einiges mehr Platz zum Durchkommen. Genau. Ja. Gut, füllen wir erstmal die Seite auf. Aber ich habe das Gefühl, wir werden die über die Hälfte der Erde aus Trondheim benötigen, um hier alles fertig zu bekommen. Aber ich glaube, das stört auch nicht. Dann haben wir die Erde auch mal wieder verbraucht. So. Auf der Ecke fehlt noch ein Schwarzeichenholz. Dann fehlt hier noch das hier. Und so viel fehlt gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ja, das geht eigentlich schon ziemlich gut. Eigentlich fehlt nur noch ein Abschnitt. Dann hätten wir den auch fertig. Gut, machen wir jetzt mal das Tor. Aua. 4 Meter, ja, ist gut. 1, 2, 3, 4. Ja. Dann kommt ein Balken hier quer rüber. Hab ich jetzt verschätzt. 1, 2, 3, 4. 5 Meter. Ne, ist einer zu hoch. Mist. Ich habe keine Erde mehr. Ah, ist doch zum Mäusemelken. Jetzt habe ich keine Erde mehr. Ha. Du kommst weg. So, 3, 4, 5. So. Kann man hier auch gleich ein bisschen Terraforming machen. Da weiß man zumindest schon mal, wo der Weg lang geht. Zwar bringt uns das auch nicht viel, aber ich habe ein bisschen Erde. Aber dann kann ich ein bisschen basteln hier mit Erde. So. Ich glaube, ich könnte den auch so setzen. Das glaube ich geht auch. Ja, sieht wahrscheinlich sogar besser aus. So. Und zack. Na komm schon. Halt. Nein. Ein zu früh. Na. So machen wir es so. Und zack. So. Das Ganze geht jetzt hier einmal quer rum. Und dann schauen wir mal weiter. So. Und zack. Das ist schon mal sehr gut. Also der Stall wird um einiges größer als das Gebäude. Ob man jetzt natürlich so ein herrschaftliches Gebäude da hinten braucht, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich es um einige Räume noch einkürze. Weil ich möchte aber erst den Stall haben, um halt mal vielleicht so einen Größenvergleich zu haben. Aua. Oh nee, eins zu früh. Na, da drüben auch. So. Zack. Und das Ganze jetzt durchgängig machen. Ja, dann haben wir schon mal so einiges hier wieder fertig. Ich
glaube nicht, dass ich in dieser Aufnahme den Stall fertig bekomme. Aber wir haben dann schon mal wieder was. Zack, jetzt haben wir uns dieses runtergefallene Holz und... Gut. Wie geht's jetzt weiter? Ich mache jetzt hier Querbalken hin. So. Dann sehen wir weiter. Die senkrechten Balken kommen später alle. So, aber ich möchte erstmal Richtung Dach gehen. Weil das Dach soll diesmal auch von innen gut aussehen. Deshalb, weil man das auch halt sehr häufig von innen sieht und nicht nur von außen. So, wie werden wir das ganze Dach jetzt bauen? Wir werden so, 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 oh ne. So, so. So, so, so. Dann, oh, Alter. So, so. So. Alt, nein. Ich mache das jetzt absichtlich in dieser Lage. Gut. 1, 1. 1, 1, 2, 3. Autsch. Sieht das denn aus? Ja, kann man machen. Voll vorbeigesprungen. Gibt's doch gar nicht. Der ist 2 breit. Nee, 1, 1. Der ist 2 breit. Und hier. So. Die große Frage, sieht es vielleicht besser aus, wenn man das Ganze hinlegt? Also dieses Mal so baut. Puh, ist gar nicht so einfach die Frage, ne? Toll, ich denke, ich habe wieder zugebaut. Das gibt's doch gar nicht. Wir schauen uns das gleich mal an. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertue beim Bauen. Aha. Ich glaube, ich habe mich gerade vertan. Aber stört jetzt nicht. Ja. Hab mich vertan. Das passt auch. Der passt nicht. Der passt und der passt. Das ist gut. Das sind 3. Dann kommt das dahin. Ja. Ah, es sieht besser aus, wenn man es hinlegt. Definitiv. Sup, sup.
Hier machen wir kurz so. Wenn ich mich nicht vertan habe. Gut. Mist. So und so. Ja, sieht besser aus, wenn man es wirklich hinlegt. Und hier hatte ich dann geplant. Aber das sieht nicht aus. So, dass man hier eigentlich muss ich doch von draußen machen, geht nicht anders. So diagonal hoch geht. Gut, ich glaube, das Dach ist dafür zu flach. Ansonsten vielleicht. Puh. Könnte man das machen? Sieht das aus? Autsch. Wenn man das Ganze dann auffüllt mit irgendwas. Ja, könnte man machen. Kann man machen. Machen wir auch. Aber erstmal muss die andere Seite geändert werden. Ja. Ach, erstmal ändern. Genau, erstmal abbauen. Das geht vielleicht einfacher. Erst abbauen und dann neu aufbauen. So. Ich glaube nicht, dass ich mit der Schwarzeiche, die ich dabei habe, alles herstellen kann. Aber das stört ja eigentlich auch weniger. Aber man sieht schon mal, wo die Reise langsam hingeht. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. So. Zack, zack. 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 Ah, da habe ich noch einen Block zu viel, sehe ich gerade. Zack. Zack. Das lassen wir erstmal so. Jetzt machen wir erstmal die andere Seite. Autsch. Zack. Zack. Erde. Zack, zack. Der kommt auch schon ein länger. Und dann machen wir das so. So, rüber. Ja, ja, man sieht gerade, ich muss ein bisschen viel laufen. So, der kommt noch weg. Dann sollte das jetzt eigentlich symmetrisch sein, genau. Dann, zack, zack. Zack, 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 zack. Und der Erdblock kommt auch weg. Gut, an die Erde komme ich jetzt gerade nicht mehr ran. Hier in der Mitte möchte ich definitiv keine Balken setzen. Na gut, die sind da oben. Genau.
Und das Ganze muss man noch ein paar Mal machen. Aber ich glaube, dafür reicht das bei hinten und vorne nicht. So. Deshalb machen wir erst einmal hier nur die senkrechten. Und zack, zack. Zack, zack, zack. So. Dann machen wir hier auch nochmal zu. Ah, das würde hier auch noch reichen. So. Ja. Innenraum möchte ich gerne rotes Holz haben. Oder Fichtenholz, eins von beiden. Das fängt an zu regnen. Gut, helles Holz möchte ich nicht. Oh, ich habe noch Schwarzeiche. Gut, dann werden wir jetzt hier eine Kombination machen. Zack. Zack. Nee. Zack. 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 Autsch. Zack, zack. So. Und die nächste Rutsche. Na. Geh da schon. Ah. Zack, zack. Autsch. Zack, zack, zack. Weil an die Erde komme ich von unten dran, notfalls. So, wir brauchen da. Eins, zwei. Brauchen dahinter. Eins, zwei. Brauchen da auch wieder. Aber eins, zwei, drei. Und machen hier jetzt erst einmal die Erde weg. Die brauchen wir wieder. Machen da Erde hin. 1, 2, 3. Machen da Erde hin. Kommt später. So, nochmal. Da Erde hin. 1, 2. Erde. 1, 2. Erde. 1, 2, 3. Ne, da nicht. Er hier und dann wieder. 1, 2, 3. Und zack. 1, 2, 3. Gut. Wie sieht's aus? Ja, man sieht nichts. Das ist doof. Das ist dunkel. Autsch. Egal. Versuchen wir mal von hier unten ein bisschen was wegzumachen. In den oberen Block komme ich gerade nicht ran. Wir machen mal da eine Fackel hin, da eine Fackel, da eine Fackel hin, da eine Fackel hin und da oben eine Fackel hin. So, damit haben wir den Teil. Sieht auf jeden Fall schon mal nach was aus. Zack. Eins, zwei. Und das ist der zweite. Hier sind es drei. Hier sind es auch drei.
Dann gehen wir erstmal rüber, weil ich schätze mal, wir werden wieso noch einiges an Material brauchen. 1, 2. 1, 2. Und hier müssten es 3 sein. Genau. Hier machen wir schon mal vor, ich habe den Airblock hin, den brauche ich dann nämlich irgendwann mal. Autsch.